Wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss diesen Abend, ich sag's gerade am Anfang, wieder ein klein wenig leiser sein. Meine Freundin ist neben dran am Schlafen. Die muss um 4 Uhr morgens raus. Und das ist schon für die Hölle genug. Da muss ich sie auch nicht noch plagen mit meinen Rumgeschreie hier. Ne? Okay. Das habt ihr sicher am letzten Part auch gemerkt. Aber ja, wir kommen ja vorwärts und das ist natürlich das, was wichtig ist hier. Okay, was müssen wir denn machen? Finden Sie einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal? Ist das hier alles ein bisschen schief oder kommt mir das gerade nur so vor? Hm, keine Ahnung. Also wir laufen mal weiter. Ist das hier richtig? Das ist alles nicht mehr ganz gerade hier. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Ich muss ein bisschen leiser machen noch. Ui. Nicht gut. Warte mal. Habe ich noch einen... Ja. Hä? Als ob. Ach nee, Mann. Komm, 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 komm. Und weiter rennen. Ich hoffe, dass wir, jetzt nicht das Alien hinten am Arsch haben. Boah. Alles hier am Brennen. Wo ist es? Da hinten ist es, okay. Ich sehe es. Oh, das ist zu heiß für uns. Oh, wir standen doch genau in den Flammen drin. Wir müssen geradeaus, okay. Ob das ab... Jetzt kommt sicher nicht der Synthet, oder? Doch. Der kommt. Wir wurden entdeckt. Nein. Oh. Okay, jetzt wissen wir wenigstens Bescheid, dass da das Alien kommt. Ja, müssen wir halt schauen, ne? Okay. Leute, das war unlogisch. Unlogisch. Einfach nur noch unlogisch. Warte. Den will ich umlegen. Den will ich einfach echt umlegen. Das probiere ich jetzt nochmal. Es kann nicht sein, dass der nicht sterben kann. Nur weil der brennt oder sonst irgendwas. Kannst mir nicht erzählen. Warte. Wo war es lang? Hier. Das wollte ich. Taschenlampenbatterien, als ob ich das brauchen könnte. Flammenwerfer hat nur noch 25. Das ist alles nicht sehr optimal für uns. Finden hier aber auch nichts. Okay. Ja, und das kommt erst da hinten natürlich runter. Jetzt ist die Frage, warten? Kommt das hierher gelaufen? Das steht da einfach. Und guckt hierher. Scheiße. Vielleicht geht's auch wieder hoch. Ja. Perfekt. Ich hoffe, da vorne ist ein Weg. Warte, was haben wir hier? Zugangscode benötigt. Scheiße. Flammenwerferöl wäre jetzt richtig geil. Als ob. Als ob das einfach nochmal runterkommt. Das steht da einfach. Das steht da und hängt einfach ab. Hau ab. Guck
Komm, geh nach oben. Ich bewege mich gar nicht. Komm schon. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Was soll ich denn machen? Das haut nicht ab. Habe ich einen Geräuschemacher? Auch nicht schlau. Wartet, ich laufe weiter. Wo muss ich lang? Da vorne ist der Durchgang, ja? Da ist zumindest ein PC. Ich kann mich hier nirgends verstecken. Nein! Was muss ich denn hier machen? Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück. 1984 ist der Code. Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. 1894. Das ist der Code für die... Ich glaube, der ist wieder hoch, ne? Das ist der Code hier vorne für diese Tür. 1894, los. 1894. Was? 1894. Bitte, wieso? Okay, wofür ist denn dann der Code? Scheiße, wo muss ich lang? Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Ich muss hier nochmal gucken. Das war 1894 aber der Code. Ich könnte schwören. 1984. Ach verdammt. 1984, okay. Das war natürlich jetzt dumm von meiner Seite aus. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das nicht runterkommt. 1984. Go. 1984. Was bringt uns das? Schon mal, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Flammenwerferöl. Aber trotz allem, wo müssen wir lang? What the fuck? Müssen wir wieder zurück oder was? Vielleicht können wir auch noch weiter runter. Wart mal. Nee, hier kommen wir nicht links. Nee, wir müssen hier lang. Oh, das Alien ist auch wieder da. Scheiße. Geh hier rüber. Was haben wir hier noch? Komm schon. Hoch. Nein! Verdammt! Wo müssen wir denn lang? Ah, verdammt. Okay, wenigstens haben wir den Code jetzt 1984. Öl, der hat jetzt auch Flammenwerferöl fallen gelassen. Geil. Richtig, richtig geil. Das reicht auf jeden Fall, um das Alien zu verscheuchen. Hier ist genau dasselbe Prinzip. Ich gehe jetzt wieder hier hinter am besten.
Jetzt müssen wir halt wieder warten. Komm schon, geh hoch. Ja, von mir aus geh raus, ist mir egal, aber... Schau nicht zu mir. Scheiße. Komm schon, geh wieder hoch. Ich würde ja auch gerne lesen, was in dem Computer steht. Vielleicht steht da irgendwas, aber ich habe da so einen Zeitdruck durch das Alien einfach. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Wo ist denn das? Ist das hoch wieder? Ich sehe das gar nicht. Ich muss zuerst an den Computer. Da, Flammenwerfer brauche ich. Also ich muss hier zuerst ran. Station evakuieren. Letzter Kampf. Wir haben einen Fremden beim Reinschleichen erwischt. Nach ein paar Stunden hat er gestanden, wer ihn reingelassen hat, und wir haben beide rausgeworfen. Platz und Vorräte sind begrenzt. Wir können nicht mit jedem teilen. Wer rein will, muss auch was mitbringen. Bla bla bla, der Code lautet 1984. Nimm, was du findest. Wir werden prüfen. Ausgangssperre. Hier steht nichts. Hier auch nicht. Die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Da hinten, da geht's wahrscheinlich lang, rechts rum. Ich glaub's zumindest. Oder? Ist da ein Durchgang? Ah, nee, ich glaub nicht. Oder doch? Nee. Wo muss ich lang? Wartet mal, hier ist vielleicht irgendwo was. Hier ist eine Kiste. Ne, was war denn? Warte, was kam denn da gerade? Ne, Inventar ist voll nur. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihrem Notaufsichtssystem. Hä? Stelle ich mich jetzt echt so dumm an? Ich lese nochmal. Ich muss nochmal gucken. Blablabla, wir haben alles zusammengetrommelt. Ein Lager aufgeschlagen. Das System wurde, wie besprochen, gebaut. Auf dem alten Weg kommst du nicht mehr rein. Wir haben einen Fremden beim Reinschleichen erwischt. Nach ein paar Stunden hat er gestanden, wie er reingelassen haben. Beide rausgeworfen. Platz und Vorräte begrenzt. Blablabla. Was du brauchst, ist am üblichen Ort. Ich will's hier nicht sagen, du weißt Bescheid. Den Code haben wir geändert. Nimm, was du findest. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Scheiße. Keine Munition. Ich muss hier raus. 100 Pro. Vielleicht finde ich hier irgendwo noch eine Tür oder so. Nein!
Oh nein, das Alien kommt. Shit. Nein. Leute, ich habe keine Ahnung. Oh Leute, ich habe es endlich rausgefunden. Ich musste jetzt ja einfach schneiden. Das hat viel zu lange gedauert. Ich hoffe, das macht jetzt keinen Krach. Komm schon, komm schon. Perfekt. Yes, wir haben es geschafft. Bitte kann ich jetzt hier noch speichern. Ich denke mal hier lang. Ich weiß halt nicht, ob das Alien hier kommen kann. Kann es. Uiuiuiui. Ey, das hat jetzt eben so lang gedauert, ohne Scheiß. Mann, ich will endlich speichern können. Okay, das ist jetzt gleich hier. Oh, sag mir nicht, wir müssen jetzt irgendwie noch die Tür aufkriegen. Was geht denn hier ab? Was soll denn das? Wir können hier nicht mal irgendwo speichern oder sonst irgendwas. Ey, noch dunkler geht's nicht, oder? Oh, wir kommen hier lang. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Flammenwerfer, komm schon. Das kommt hier sicher raus. Gemeinschaftsraum. Wir können hier speichern. Okay, Leute. Ich mache an der Stelle hier Schluss jetzt. ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. War einfach. Ich muss halt ein bisschen ruhiger sein. Ich hoffe, ihr versteht das natürlich. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Teil ein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.